Die meisten Autofahrer aus Berlin und Brandenburg durften hier schon einmal vorbeigefahren sein. Von Berlin-Zehlendorf in Dreilinden auf die Avus oder ab Richtung Süden, Richtung Potsdam oder weiter. Vermutlich werden Sie dabei das Holzkreuz übersehen haben. Dabei ist es eigentlich eine Besonderheit, nämlich das einzige Mahnmal, was von Teilnehmern und Zeitzeugen des 17. Juni, bald nach dem Volksaufstand, damals errichtet worden ist. Hier stand nämlich damals ein sowjetischer Panzer und das wurde als Provokation empfunden, da ja solche Panzer die Revolte damals erstickt hatten. Damit begrüße ich Sie zu unserem Themenabend am 17. Juni, zum 17. Juni. Wir haben bewusst als Einstieg Bilder von der Landesgrenze Berlin-Brandenburg gewählt, weil wir heute mit der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße in Potsdam kooperieren und die Ereignisse vorrangig im Großraum Potsdam, aber auch in Berlin darstellen und diskutieren wollen. Dazu habe ich kundige Verstärkung in Gestalt von Sebastian Stude hier ins Studio geholt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Potsdamer Gedenkstätte und hat also auch einige Überraschungen vielleicht mitgebracht an O-Tönen und an Fotos. Bevor wir aber als Historiker unserer Chronistenpflicht gerecht werden, kurz ein Blick auf die Chronik des Tages von zwei der Gedenkveranstaltungen, die heute stattgefunden haben. Die erste Gedenkfeier war mit dem regierenden Bürgermeister Müller in Berlin am heutigen Finanzministerium. Damals war es das Haus der Ministerium, mehrfach Schauplatz von Demonstrationen rund um den 17. Juni. Nummer zwei, das war bei Ihnen, Herr Stude, nicht? Eine kleine Gedenkfeier heute. Das ist richtig. In Potsdam hat heute in der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße auch ein stilles Trauern, ein stilles Gedenken stattgefunden. Zu Gast bei uns in Potsdam sind gewesen unter anderem der Ministerpräsident Dietmar Woidke und die Aufarbeitungsbeauftragte des Landes Brandenburg, Frau Dr. Maria Noke. Also mir ist irgendwie aufgefallen, dass die Gedenkrituale noch ein wenig aus der Zeit stammen, als es der Tag der Deutschen Einheit war, wo man der Opfer gedacht hat, der Niederschlagung gedacht hat. Und ich habe mich heute so ein bisschen gefragt, ob nicht angesichts der Tatsache, dass die DDR ja doch schmählich untergegangen ist in einem neuen Volksaufstand der friedlichen Revolution, ob es nicht vielleicht auch eine etwas fröhlichere, heitere Erinnerung an den Volksaufstand des 17. Juni geben könnte, trotz der Opfer. Wir kommen darauf sicher zurück. Das können wir ja vielleicht später mal diskutieren, ob man das Gedenken vielleicht auch neu interpretieren könnte. Wenn man an den 17. Juni denkt, dann meistens an Berlin, nicht ganz zu Recht, das werden wir nachher diskutieren. Zur Einstimmung aber ein Zeitzeugenbericht von Hardy Firl, der damals als Jugendlicher am 17. Juni auf der Frankfurter Allee, damals hieß sie Stalinallee, mitlief. Und da waren dann auch zwei, die waren ja ein bisschen weit älter, die sagen, ja Junge, das kannst du mal transparent tragen, ja, du bist ja noch jung. Naja, und ich habe das dann einfach genommen und habe es getragen. Da stand drauf, freie Wahlen. Wir fordern freie Wahlen. Ja, und damit bin ich dann vorne weggegangen. Und dann immer, also die Losungen waren immer, Brüder, Reiter, Schein, wir wollen freie Menschen sein, weg mit der HO, weg mit der Volkspolizei und Absetzung der Regierung und gegen Grotewohl und Ulbricht vor allen Dingen. Der Spitzbart muss weg und alle diese ganzen Losungen. Und die Allee, die war knackend voll in Zehnerreihen, ja, Massen von Menschen. Und an der Samariterstraße, kann ich mich auch noch erinnern, da war ein Parteibüro, da waren riesengroße Schaufenster. Und da standen sie dann dahinter, das war von der Partei da, so ein Büro, und die standen nur und haben nur heimlich immer geguckt, oh, was machen die jetzt? Also, ich habe auch gesehen, wie sie Scheiben eingeschlagen haben. Polizisten nicht verprügelt, die haben sie aber richtig verprügelt. Ja. Wir hätten natürlich auch gerne einen Zeitzeugen heute eingeladen, aber mit den Zeitzeugen vom 17. Juni, es sind immer weniger.
Und wir waren froh, dass uns das Deutsche Historische Museum dieses Material, dieses Zeitzeugen-Videomaterial zur Verfügung gestellt hat und auch die Landesbeauftragte. Wir werden später weiteres Videomaterial sehen. Der 17. Juni war in Berlin, aber keineswegs nur da. Und auch wenn der 17. Juni genannt wird, fand er nicht nur am 17. Juni statt. Das ist nur ein Tag aus dem Kontinuum der Ereignisse. Wann begann denn, wenn man mal so fragen darf, der 17. Juni in Brandenburg? Wenn Sie einen Historiker fragen würden, wann der 17. Juni 1953 begonnen hat, wird Ihnen ein Historiker antworten, im Jahr 1952. Und zwar, wenn wir uns die Vorgeschichte des Volksaufstandes am 17. Juni 1953 anschauen, ist ganz wichtig, die Entstehungsgeschichte der Unzufriedenheit der Bevölkerung, der Zunahme der staatlichen Repression zu rekonstruieren. Im Sommer 1952 verkündet Walter Ulbricht den Aufbau des Sozialismus in der DDR, damit einhergehend verschärfte Kollektivierung, eine Verwaltungsreform der Landwirtschaft, Kollektivierung der Landwirtschaft, Verstaatlichung, aber auch Betriebe und selbstständige Gewerbetreibende. Neue Verwaltungsstrukturen in Form der Bezirke werden geschaffen, ein Kirchenkampf findet statt gegen die einzig staatlich unabhängige Institution. All das und die Verschärfung auch der Ahndung von Wirtschaftsverbrechen führt dazu, dass sich die Gefängnisse in der DDR füllen, das führt dazu, dass die Fluchtzahlen aus der DDR anschwellen. All das führt zu einem Gebinde von Krisen, wenn man so möchte, von politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen, die sich dann im Sommer 1953, nachdem Stalin gestorben ist, nachdem die sowjetische Führung, der SED-Führung einen Kurswechsel vorgeschrieben hat, das SED-Politbüro den neuen Kurs verkündet, das neue Deutschland, das berühmte Kommuniqué mit diesem Politikwechsel verkündet. Das stiftet auf Seiten des Staates, der staatlichen Sicherheitskräfte und innerhalb der Partei Verwirrung, dieser abrupte Kurswechsel. Auf Seiten der Bevölkerung, in der Bevölkerung stiftet das eher die Einsicht, dies wäre eine Bankrotterklärung der politischen Führung in der DDR gewesen. Fatalerweise für die politische Führung kommt hinzu, dass sie das eine der Faktoren, der zum größten Unmut mit beigetragen hat, nämlich die Erhöhung der Arbeitsnorm, dass sie das übersieht. Und in der Gesellschaft. Also faktisch die Senkung der Leistungslöhne, indem man die Anforderungen an die Löhne gesteigert hat. Ne? Das ist ja die Erhöhung der Arbeitsnorm in der DDR 1953 bedeutete faktisch eine Senkung der Löhne, weil man die erhöhten Arbeitsnormen unter den damaligen Umständen kaum hatte erfüllen können und dadurch Lohnkürzungen zustande gekommen sind. Auch wenn man jetzt mal auf die Proteste, die dann quasi durch diese Vorgeschichte stimuliert werden, betrachtet, wann geht das los mit den Protesten in Brandenburg? Am 17. erst oder schon früher? Der 17. Juni ist tatsächlich ein Stück weit eine unzulässige Verkürzung, auf die Historiker manchmal erpicht sind, einfach um komplexe Zusammenhänge knackig zu bündeln unter einem Begriff. In Brandenburg ist es so, und das ist für die DDR-weite Entwicklung gar nicht unüblich, dass es bereits am 12. Juni zu den ersten Protesten kommt, und zwar in dem dann auch tatsächlich späteren Aufstandszentrum, wenn man das so nennen möchte, in Brandenburg an der Havel. Diese Proteste haben sich daran entzündet, dass Angehörige eines Gewerbetreibenden, eines örtlichen Fuhrunternehmers, darauf gedrungen haben, dass die im neuen Kurs präsentierten Politikwechsel, dass die dort gemachten Vorschläge umgesetzt werden. Und zwar drangen sie darauf, dass ihr Chef, ein Fuhrunternehmer, ein brandenburgisch bekannter Fuhrunternehmer, dass der freigelassen wird, weil sie davon ausgegangen sind, dass es jemand, der politischen Repression unterlegen gewesen ist, der wegen scheinbarer Wirtschaftsverbrechen im Gefängnis gesessen hat. Und diesen wollten sie freipressen. Das war ja dann wie so ein Flächenbrand, und ich glaube, Sie haben da eine Karte mitgebracht, damit wir erstmal so ungefähr verstehen, worüber reden wir überhaupt im Bezirk Potsdam damals. Ne? Das ist also richtig. Vielleicht können wir die Karte, also jedes dieser kleinen Reiterchen ist ein eruptives Ereignis, ein Protestereignis im damaligen Bezirk Brandenburg, ein bisschen drüber hinaus, also rund um Berlin. Irgendwo ist auch Brandenburg weiter links. Von dem von in Brandenburg alles ausging und losging. Was man, ich finde, an dieser Karte sehr schön nachvollziehen kann, ist, der Volksaufstand im Juni 1953 ist kein singuläres Ereignis an einzelnen Orten, sondern der Volksaufstand in der DDR im Sommer 1953 ist ein DDR-weites Ereignis. Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hat recherchiert, erforscht, dass an rund 700 Orten in der gesamten DDR es entweder zu Streiks, zu Protestveranstaltungen,
zur Erstürmung von Gebäuden, zur Demonstration gekommen ist. Und wenn man von diesen 700 DDR-weiten örtlichen Ereignissen die herausfiltert, die im damaligen Bezirk Potsdam stattgefunden haben, dann kommt man auf 90 Ortschaften. Kann man das auch irgendwie nachvollziehen, also zum Beispiel in Verhafteten-Statistiken, weil der Staat hat ja irgendwie auch reagiert, dass der 17. Juni, ich sag mal, in den 40 Jahren DDR-Geschichte irgendwie doch ein hervorragendes im doppelten Sinne Ereignis ist. Der Historiker Roger Engelmann hat das Jahr 1953 einmal als ein Schlüsseljahr in der Geschichte der DDR beschrieben. Ich meine, man kann diese Aussage noch einmal zuspitzen und sagen, der Volksaufstand rund um den 17. Juni 1953, das sind Schlüsselmomente der DDR-Geschichte. Das ist eine Zäsur. Es gibt eine Zeit vor den Juni-Ereignissen 1953 und es gibt eine Zeit nach den Juni-Ereignissen 1953. Und man kann das beispielsweise sehr schön rekonstruieren, wenn man sich die Zahl der Untersuchungshäftlinge des Staatssicherheitsdienstes im Bezirk Potsdam einmal anschaut, auch im Vergleich zu den verschiedenen Jahren zwischen 52 bis 89. Wir haben ja gesagt, Sie arbeiten in der Gedenkstätte in der Lindenstraße. Vielleicht sollten wir uns das Foto dieser U-Haftanstalt uns erst einmal ansehen. Das ist da, wo Ihre Stiftung jetzt tätig ist. Und das war eben auch die Untersuchungshaftanstalt damals der Staatssicherheit. Und der 17. Juni hat sich quasi in diesem Gebäude ja wiedergespiegelt. Sie haben dafür auch eine Statistik mitgebracht und vielleicht können Sie die kurz erläutern. Genau, zum einen ist es unglaublich interessant, wie sehr die Geschichte des Hauses mit dem Jahr 52 bzw. 53 verknüpft ist, weil bis zum Sommer 52 saßen in dem Haus tatsächlich noch die sowjetischen. Das sowjetische Militärtribunal und die sowjetische Geheimpolizei. Und fast genau ein Jahr vor dem Volksaufstand 1953 zieht dort die Stadtsicherheit, die ostdeutsche Geheimpolizei ein. Und die Statistik, die wir gerade schon gesehen haben, zeigt die Ermittlungsverfahren, die die Stadtsicherheit im Bezirk Potsdam in den Jahren von 1952 bis 1989 laut, und das ist wichtig, laut Registriernummer angelegt hat. Man kann das als eine Art Fieberkurve der politischen Stabilität im Bezirk Potsdam interpretieren. Meine Augen sind jetzt nicht so gut. Wo ist 53 da? Man kann es deswegen sehr leicht erkennen, weil der Graph fängt im Jahr 1952, das ist ganz links an. Das ist diese brutale Phase, wo repressiv reagiert wird, Leute festgenommen werden, wie dieser Fuhrunternehmer in Bremen, in Brandenburg. Das ist die Phase des Hochstalinismus, auch in der DDR seinerzeit. Und die Zahl der Ermittlungsverfahren bewegt sich seinerzeit zwischen 450 und 500, also roundabout 475. Man sieht den Peak, der im Jahr 1953 ist. Die Spitze dann, die nächste kleine Spitze, die Spitze, das ist dann 53, ne? Das ist 53 und diese Spitze muss noch darum ergänzt werden, um mehr als 100 Vorfälle, Untersuchungshaften, die Stasi 1953 einfach, weil sich die Ereignisse überschlagen haben, weil chaotische Zustände geherrscht haben, gar nicht registriert hat. Das heißt, diese 100 Untersuchungshäftlinge kommen noch on top und dann steht die Diagnose, dass das Jahr 1953 mit Abstand das am meisten von politischer Repression betroffene Jahr im Bezirk Potsdam ist, wenn man sich die Ermittlungsverfahren der Stasi vor Augen führt. Erst gegen Ende der DDR, das haben wir ja auch auf der Kurve gesehen, geht es dann nochmal nach oben, als die Repression gegen die Ausreiseantragsteller beginnt, aber auch gegen die ersten Demonstrationen. Wir wollen uns einige Brennpunkte genauer angucken. Sie haben das, glaube ich, auf einer Karte auch nochmal etwas genauer fixiert. Die zweite Karte, das sind die kleinen Kameras da, die Orte, mit denen wir uns jetzt ein bisschen genauer beschäftigen. Hotspot 1, Hotspot würde man heute sagen, Brennpunkt Nummer 1 ist Brandenburg City, Brandenburg Stadt, Brandenburg an der Havel. Sie haben es erwähnt, da ging es schon am 12. los. Wir haben da einen kleinen Einspielfilm von einem Zeitzeugen, der uns in die Ereignisse der Stadt Brandenburg am 17. Juni genau reinführt, der Rainer Avisos, wenn wir den vielleicht jetzt mal hören können. Da war die SED-Kreisleitung. Und die war zu diesem Zeitpunkt schon von Aufständischen gestürmt worden. Ja, also die haben immer Beifall geschrien, wenn wieder eine Schreibmaschine oder ein Aktenbündel aus dem Fenster flog. So, dann entdeckte mich
solche Leute da von den Aufständischen und schrien dann, na Mensch, da läuft doch noch einer mit FDR und schmeißen ins Wasser. Ja, mein Schreck wird man sich vorstellen können. Aber zu meinem Glück waren ein paar Frauen, die sich da vorgestellt haben und haben gesagt, was kann denn der Kleine dafür lassen in Ruhe. Haben die von mir abgelassen, da ich mich nicht nass geworden an dem Tag. Also der Demonstrationszug, der kam, die hatten auch so... Da sind wir etwas zu früh ausgestiegen. Wir sollten jetzt auch noch die Parolen von Brandenburg hören. Spitzbart, Bart und Brille sind des Volkes Wille und ähnliche Parolen, freie Wahlen. Sie haben ja auch ein paar Fotos mitgebracht. Vielleicht könnten Sie die mal erläutern. Die gehen ja auch teilweise auf das ein, was wir gerade hier von unserem Zeitzeugen schon gehört hatten. Das erste Foto aus Brandenburg. Wie schon erwähnt, ist Brandenburg... Das ist jetzt, sind wir etwas durcheinander gekommen mit unseren Hotspots. BBG 1 müsste es sein, beschriftet sein. Brandenburg. Sehr gut. Dieses Foto zeigt, wie man unschwer erkennen kann, das Gebäude der SED-Kreisleitung in Brandenburg in der Kirchhofstraße, inmitten der Stadt gelegen. Die Menschen vor dem Gebäude versammelt sind Demonstranten, Aufständische dieses Tages. Brandenburg an der Havel war nicht nur das industrielle Zentrum des Bezirkes Potsdam, sondern wie vorhin schon gesagt, Brandenburg ist tatsächlich auch das Zentrum des Aufstandes, das aufständische Zentrum im Bezirk Potsdam. Vor allem Bauarbeiter der Bauunion, die damals im Stahlwerk Brandenburg tätig gewesen sind, aber auch Arbeiter der Ernst-Thälmann-Werft und des Schlepperwerkes und des Reichsbahn-Ausbesserungswerkes initiieren am 17. Juni eine Demonstration durch die Stadt. Knapp 3000 Teilnehmer ziehen damals in Brandenburg an der Havel von Betrieb zu Betrieb durch die Straßen. Immer mehr Passanten oder Arbeiter anderer Betriebe schließen sich an. Eine Delegation wird gebildet, die nach Ost-Berlin entsandt wird, um die Solidarität mit den dort Protestierenden zu bekunden, aber auch um die eigenen Forderungen der DDR-Regierung zu überbringen. Das misslingt, weil die DDR-Regierung und die Regierungsmitglieder nicht auffindbar sind. Man muss überhaupt sagen, die SED macht ein lausiges Krisenmanagement in diesen Tagen. Am Anfang denken sie, sie können das aussitzen und irgendwann verkrümeln sich einfach und delegieren das an drittklassige Chargen und krauchen bei den Russen unter in Karlsruhe, was dann auch zu spöttischen Bemerkungen und faktisch ihrer Entmachtung durch die sowjetischen Besatzungsorgane führt. Aber ich habe Sie unterbrochen, Entschuldigung. Das ist ein sehr guter Hinweis nochmal auf den Punkt, dass in Brandenburg an der Havel die SED den Eindruck formuliert, sie ist faktisch politisch entmachtet. Vor der SED-Kreisleitung versammeln sich mehrere oder tausend Demonstranten, die sich nicht damit begnügen, sich vor dem Gebäude zu versammeln, sondern die das Gebäude stürmen. Sie stürmen also das örtliche Zentrum, Machtherrschaftszentrum der Partei, verwüsten das Gebäude. Lassen es nicht dabei, sondern ziehen auch weiter zum Gebäude der örtlichen Gewerkschaft, des Jugendverbandes FDJ, der Kreisverwaltung. Zur Mittagszeit sind roundabout 10.000 Menschen vor dem örtlichen Volkspolizeikreisamt versammelt. Wenn wir das Foto von dem vom Kreisgericht noch haben. Das ist Brandenburg 2, BBG 2, das Foto. Wir haben jetzt so viele Fotos, dass wir ein kleines bisschen hier aus dem Tritt gekommen sind. BBG 2 müsste es sein. Demonstranten vor dem Amtsgericht samt der Untersuchungshaftanstalt in Brandenburg vermitteln nochmal einen Eindruck davon, auch wie sehr Apparat, der politische Apparat, der staatliche Verwaltungsapparat, aber auch die Justiz am 17. Juni in Brandenburg an der Havel in Bedrängnis geraten. In Brandenburg drängen nämlich die Protestierenden in das örtliche Amtsgericht, an das angeschlossen ein Untersuchungshaftanstalt, ein Gerichtsgefängnis ist, fordern, erzwingen Verhandlungen mit einem örtlichen Richter. Und dieser Richter ist genötigt, die Gefangenenakten den Protestierenden vorzulegen.
Und aus den vorgelegten Gefangenenakten werden dann 42 Personen ausgewählt, von denen die Protestierenden annehmen, das sind Inhaftierte aufgrund politischer Verfolgung, politischer Repressionsgründe. Und diese 42 Gefangenen werden tatsächlich freigepresst an diesem Tag in Brandenburg an der Havel. Und es kommt also vor dem Amtsgericht zu chaotischen Zuständen. Die Menschen dringen in das Gerichtsgebäude ein und ein Polizeiwagen wird umgestoßen. Die Demonstranten nutzen diesen umgestoßenen Polizeiwagen dann als Podium, um ihre Protestforderungen nach der Freilassung der politischen Inhaftierten Nachdruck zu verleihen. So, das Foto ist jetzt nicht Brandenburg, das ist schon die nächste Station. Ich hätte dann schon noch mal eine Frage zu Brandenburg. Ich habe gelesen, Sie haben das berühmte Stahlwerk ja erwähnt, dass da eigentlich weniger Leute protestiert haben aus dem Stahlwerk heraus, also weniger von den Stahlwerkern. Weiß man warum? In der Literatur kann man entnehmen, dass das Stahlwerk in Brandenburg vor dem Hintergrund, dass es auch für die Sowjetunion produziert hat, dass es wohl auch kriegswichtige Produktion geleistet hat, dass vor dem Hintergrund die staatlichen Sicherheitskräfte und die sowjetischen Sicherheitskräfte ein besonderes Augenmerk darauf gelegt hatten, dass in diesem Betrieb es nicht zu Aufständen, zu Protesten kommt. Eine ganz ähnliche Strategie gelingt zum Beispiel auch in der damaligen Bezirksstadt Potsdam. In Potsdam ist es auffällig ruhig, auffällig wenig Protest, auffällig wenige Untersuchungshäftlinge aus Potsdamer Betrieben sitzen später in Stasi-Untersuchungshaft. Ganz einfach vor dem Hintergrund, dass sowohl Partei als auch Agitatoren aus dem Verwaltungsbereich und die Jugendorganisation der FDJ ihre Agitatoren in die Potsdamer Betriebe entsendet. Man möchte, dass die Menschen in den Betrieben bleiben, die Arbeiter in den Betrieben bleiben, nicht ins nahe West-Berlin möglicherweise pilgern, nicht in der Stadt selbst öffentliche Proteste entfachen. Und auch sowjetische Sicherheitskräfte sind relativ zeitnah sehr präsent in den Potsdamer Betrieben. Ich versuche es jetzt nochmal, ob vielleicht die Fotos von Brandenburg, die sind beschriftet mit BBG 2, 3 und 4, ob die jetzt auffindbar sind. Das wäre nämlich ganz schön, weil zu diesen Fotos hätte ich dann auch nochmal eine Frage. Das erste haben wir ja gesehen von der SED-Kreisleitung. Die haben ja eine besondere Geschichte. Es war ja nicht einfach erlaubt, damals so ohne weiteres zu fotografieren. Es gab sogar Zeiten nach dem Krieg, wo Fotoapparate nicht erlaubt waren. Und die wären auch konfisziert worden, wenn es die Sicherheitskräfte gesehen hätten, dass da fotografiert wird. Wie sind die zustande gekommen, die Brandenburger Fotos? Wie haben die DDR-Zeit überlebt? Da haben wir jetzt das nächste. Das ist welches Foto? Das ist, zeigt noch einmal die SED-Kreisleitung bzw. den Hof des Gebäudes der SED-Kreisleitung in Brandenburg. Wenn man näher an den Bildschirm herangeht, kann man erkennen, dass die Aufständischen sich mittlerweile nicht mehr vor dem Gebäude aufhalten, sondern dass sie den Garagenkomplex im Hof, dass sie das Gebäude selbst gestürmt haben, Akten aus dem Fenster werfen, Inneneinrichtungen demolieren. Also da findet Gewalt gegen Sachen, Gegenstände, Gebäudeeinrichtungen statt. Also ich war ja als Journalist Zeitzeuge der friedlichen Revolution. So zur Sache wie da ging es eigentlich selten. Also das ist schon was Besonderes in 1953. Wir haben noch ein Foto aus der Serie von Karl Grasow. Welches ist das? Das ist die Illustration zu den Schilderungen vor dem brandenburgischen Amtsgericht seinerzeit. Gelegen auch mitten in der Stadt, in der Steinstraße. Das findet also nicht im Randbereich der Stadt statt, sondern der Protest, der Aufstand, die Revolte ist inmitten der Stadt. Links sieht man den umgekippten Gefangenentransportwagen. So machtlos sind damals die ostdeutschen Sicherheitskräfte gewesen. Sie werden schlichtweg überrannt. Wenn man sich das Bild betrachtet, man erkennt Frauen, man erkennt Männer, man kennt Personen, die aktiver ins Geschehen eingreifen und man erkennt Personen, die scheinbar am Rande der Aktion sich versammeln, Schaulustige und Passanten, die sich aber offensichtlich nicht so unsicher fühlen in dieser Situation, dass sie Reis ausnehmen, sondern es ist ganz offensichtlich ein Abbild der staatlichen Ohnmacht. Diese Fotos sind erst in den 90er Jahren bekannt geworden. Friedrich Karl Grasow, der sie aufgenommen hat, hat sie in einer so einer Art Zigarettenschachtel 40 Jahre lang
in der DDR gehütet, hat auch keinem was gesagt, dass er diese Fotos hat. Und erst 1990 konnten sie dann aufgefunden werden. Sensationell, weil damals ist man noch sehr stark, und so habe ich es eigentlich auch noch in der Schule gelernt, vom Arbeiteraufstand ausgegangen, der vor allen Dingen in Berlin um die Normen kreiste. Kann man das so sagen, dass es eigentlich hauptsächlich nur um Lohnerhöhungen, Lohnfragen ging? Oder wie würden Sie das sagen aus Brandenburger Perspektive? Ich meine, wenn wir jetzt auch noch die anderen lokalen Beispiele uns anschauen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, die Normenfrage und die Unzufriedenheit der Arbeiterschaft mit der politischen Entscheidung zur Normenschaft, dass das auch möglicherweise der Funke gewesen ist, der dann diesen Flächenbrand oder diesen Aufstand provoziert hat oder hervorgerufen hat. Neben den Forderungen nach der Senkung der Arbeitsnorm hat es aber noch eine ganze Reihe von anderen Forderungen gegeben, und zwar nicht nur aus dem Bereich der Arbeiterschaft, aus der Industriearbeiterschaft, Bauarbeiter, ländliche Bevölkerungsteile, gerade auch im Bezirk Potsdam, ein Bezirk, der sehr stark agrarwirtschaftlich auch geprägt ist, spielen da eine Rolle. Solche Dinge wie die zwangsweise Kollektivierung der Landwirtschaft sind Dinge gewesen, die dort sehr große Unzufriedenheit hervorgerufen haben. Die repressiven Maßnahmen gegen Selbstständige, gegen kleine Unternehmen, gegen Handwerker, gegen Gewerbetreibende, all das sind Repressionen gewesen, die gerade in so einem Flächenbezirk wie Potsdam viel mehr Klientel als die Arbeiterschaft auf die Straße getrieben hat und auf die Barrikaden im wahrsten Sinne des Wortes gebracht hat. Und politische Forderungen auch. Wir sehen das auch deutlich, dass es hier nicht nur ein Arbeiteraufstand war, wo es um soziale Forderungen geht, sondern ein sich Richtung Volksaufstand entwickelte mit einem breiten politischen Forderungsspektrum an einem kleinen Ort. Wir kennen ihn auch von der Autobahn, die meisten, nur wenn sie vorbeifahren, Niemek. Auch da haben wir schöne Fotos, wie es da losging am Bahnhof, wo sich die Demonstranten von Niemek, was machen Sie, Herr Stude? Niemek ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass eben tatsächlich kleinere Städte, und Niemek ist eine Stadt mit weniger als 3000 Einwohnern seinerzeit gewesen, dass sich auch im Umfeld dieser kleineren Städte, dass sich der Protest aufständisches Verhalten erregt. Wie kommt das zustande? Ganz wichtiger Orientierungspunkt scheint auch dort auf dem Lande zu sein, das, was man über die Ereignisse in Ost-Berlin hört, der vorausgegangenen Tage, 12., 15., 16. Juni. Und wie kommt man an diese Informationen in Niemek? Indem man RIAS hört. Rundfunk im amerikanischen Sektor, also ein freier Radiosender aus West-Berlin. Also ganz frei war er nicht. Ein freies Radio ist in heutigen Vorstellungen ein bisschen was anderes. Es war eigentlich die Rundfunkanstalt im amerikanischen Sektor, also der amerikanischen Streitkräfte, die aber natürlich den Journalisten einen gewissen Spielraum gelassen haben. Sie haben aber interveniert am 17. Juni. Also sie wollten nicht, dass die Journalisten das RIAS richtig aufwiegeln zum Generalstreik. Dennoch ist es viel berichtet worden im RIAS, einfach über die Ereignisse. Und ich glaube, allein das hat schon ausgereicht, dass man gehört hat, die demonstrieren in Ost-Berlin schon am 16., am nächsten Morgen geht es weiter und so weiter. In anderen Städten hat das mobilisierend gewirkt. Also das ist ganz interessant, bei der Novemberrevolution hat sich die Revolution ja über die Eisenbahnlinien verbreitet. Das war die Kommunikation damals der Streikenden oder der Aufrührerischen. Am 17. Juni war es dann, oder am 16.17. wohl doch sehr stark der RIAS, also der Rundfunk, ja. Das ist etwas, was man aus den Vernehmungsprotokollen der Stadtsicherheit im Bezirk Potsdam sehr regelmäßig rekonstruieren kann. Dass die Untersuchungshäftlinge, die Festgenommenen, dass sie in den Vernehmungen angeben, dass sie in der Belegschaft auf dem Weg zur Arbeit in den frühen Vormittagsstunden des 17. Juni, dass sich dort ausgetauscht wird, was die Einzelnen im Radio, im RIAS gehört haben, und dass das ein ganz wichtiges Informationsmedium gewesen ist, das eine unglaubliche Mobilitätswirkung nach sich zieht. Selbst die aus westlicher Perspektive sehr gemäßigte Berichterstattung war aus östlicher Berichterstattung immer noch
zu viel, ne? Wenn man das so einfach sagen möchte. Das ist auch interessant, dass die Stasi dann in den Folgejahren in ihren Überwachungsvorgängen das immer sehr sorgfältig registriert hat, RIAS-Hörer. Das war richtig ein Merkmal zur Charakterisierung einer Person. Kommen Sie auf Niemek zurück, sehr interessant. Da gibt es ja auch einen Volkstribun vor Ort, der dann auch mit dazu beiträgt, dass die Forderungen der Leute in dem ganzen Forderungskatalog aufgeschrieben werden, wenn ich richtig informiert bin. Also wie gesagt, Niemek ist ein Beispiel dafür, dass der Aufstand nicht von der Industriearbeiterschaft ausgeht, sondern es sind Bauarbeiter, Gleisbauarbeiter, die auf einer Baustelle bei Niemek tätig sind. Die veranstalten eine Versammlung, eine Belegschaftsversammlung. Dort wird eine Meinung gebildet, dort wird ein Protestkatalog aufgestellt und eine Demonstration initiiert. Und dann ziehen 1000 Teilnehmer an diesem Protestmarsch durch die kleine Stadt Niemek mit 3000 Einwohnern, also ein Drittel, wenn man so möchte, der Einwohnerschaft ist dort auf der Straße. Und man beschließt, und das finde ich ist ein ganz interessanter Aspekt, wenn man sich anschaut, der Grad der Mobilität der Aufständischen, man beschließt, den eigenen Protestkatalog in die nahegelegene Kreisstadt Belzig zu bringen. Warum? Weil dort der Sitz der örtlichen SED-Kreisleitung, Kreisparteileitung, und weil dort der Sitz der örtlichen staatlichen Verwaltung ist. Und das sind in Niemek, oder für die Niemeker sind das die Adressaten, sozusagen, an die sie ihre Protestforderungen herantragen. Deswegen die Bahnhofsbilder, wenn wir jetzt vielleicht nochmal die anderen Niemecker Bilder auch durchnummeriert. Deswegen, ich habe am Anfang immer nicht verstanden, warum treffen die sich da am Bahnhof in Niemek, ist ja nicht unbedingt einsichtig, warum man am Bahnhof protestiert, aber die fahren da mit dem Zug, Revolutionäre fahren mit dem Zug in die Kleinstadt, in die nächste Kreisstadt, um den Protest da ja zuzuspitzen und an die Autoritäten zu tragen. Ich glaube, wir haben noch ein Bild, da sind wir dann schon. Das ist nochmal ein Foto von dieser Protest, oder von dieser Versammlung, von dieser Beratung, Belegschaftsversammlung, von der ich gesprochen habe. Das ist eine alte Ziegelei in Niemek. Dort wird sozusagen das weitere Verhalten abgesprochen, koordiniert. Es wird eine Streikleitung mit mehreren Mitgliedern gewählt. Und dort wird auch beschlossen, dass man eben nicht in Niemek verbleibt, sondern dass man den Weg nach Belzig zur lokalen Verwaltung und Partei. Ich glaube, da haben wir noch ein Bild. Da sind wir dann, glaube ich, schon in Belzig. Ne? Das sieht sehr nach Belzig jetzt aus. Genau, das ist eine Straßensituation in Belzig von dem Protestmarsch, von der Demonstration. Auch da sieht man sehr schön, also auf dem Bild sind es relativ alte Menschen, die da unterwegs sind. Mit Kittelschürze, ganz klassisch brandenburgisch. Ja, auch mit Fahrrad, ganz klassisch brandenburgisch. Was man aber sehr schön sieht, das sind Männer und Frauen, die auf der Straße unterwegs sind. Also das ist keine rein männliche Angelegenheit, so ein Protestmarsch am 17. Juni. Und ganz offensichtlich sind das erstmal Personen, von denen, also die keine Gefahr für sich selber sehen, sich auf der Straße zu bewegen, und von denen offensichtlich, so dieser Momentaufnahme, erstmal keine Gefahr von Gewalt ausgeht. Was sich in Niemek bzw. in Belzig dann aber auch nochmal zuspitzt, dass es zu Konfrontationen mit einrückenden Rotarmisten der sowjetischen Soldaten der Roten Armee kommt, dass dort sogar Warnschüsse fallen, dass es aber zunächst einmal nicht zu Verletzten dort kommt. Zur Repressionsphase am 17. Kommen wir noch. Ich habe noch mal eine Frage. Sie haben immer wieder erwähnt, Bauarbeiter spielen eine Rolle. Warum gerade die? Kann es auch sein, es gab ja sehr viele damals in der DDR, die aus den Ostgebieten geflüchtet waren, dass sie gerade in diesem Metier Jobs gefunden haben, weil man da ja keine so hohe Qualifikation in jedem Fall brauchte, und dass das Leute waren, die auch irgendwie doppelt unzufrieden waren mit ihrem Schicksal und haben Vertriebene, weiß man darüber was, mit eine Rolle gespielt. Ich weiß zum Beispiel auf der Baustelle in Eisenhüttenstadt, als das Stahlwerk da gebaut worden ist an der Oder, da haben die protestiert mit Forderungen Rücknahme des Görlitzer Vertrages. Das war ja der Vertrag, wo die DDR eigentlich für sich schon viel früher als die Bundesrepublik die Oder-Neiße-Linie anerkannt hat und sich mit den Polen versucht hat auszusöhnen. Und da haben die Vertriebenen dort auf der Baustelle
die sehr zahlreich vorhanden waren, dagegen revoltiert. Gibt es das an anderen Orten auch? Ich würde es nicht an einem Faktor festmachen wollen. Ganz sicherlich spielt die damalige Situation auf den Baustellen eine wichtige Rolle. Auch wenn man auf den Baustellen nicht so bauen kann, wie man gerne bauen möchte, weil Material fehlt, weil die Unterbringung schlecht ist, weil die Versorgung schlecht ist, weil Facharbeiter fehlen. Damals sind die Grenzen nach West-Berlin noch offen gewesen. Und das Fluchtgeschehen, eine der größten, maßgeblichsten Krisenfaktoren damals in der DDR gewesen. All das sind Umstände gewesen, die es den Bauarbeitern auf den Baustellen auch nicht einfach gemacht haben, eben das, was als Normen vorgegeben worden ist, zu erfüllen. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, man müsste sich das im Einzelfall anschauen, wie das unter der Bauarbeiterschaft aussieht, aber dass die Heimatferne, dass das ein wichtiger Punkt ist. Also Bauarbeiter, die Woche über oder Wochen am Stück nicht zu Hause, sondern eben im Umfeld der Baustellen untergebracht sind, dass die möglicherweise aktionsfreudiger sind, weil sie sich erstmal nicht in einem heimatlichen, disziplinierenden Kontext bewegen, sondern weil sie auf einem relativ wilden sozialen Gefüge auf einer Baustelle zu Hause sind. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Punkt ist. Ich würde noch gerne noch einmal was zu der Entstehungsgeschichte, zu den Fotos erzählen, die wir gerade gesehen haben, zum Niemek und Bölzig. Die Fotos hat damals ein 43-jähriger selbstständiger Tischler aufgenommen und wegen dieser Fotos ist er tatsächlich auch in Untersuchungshaft der Stasi gekommen, weil die staatlichen Sicherheitskräfte das beobachtet hat, wie er den Protestmarsch und später auch die Sicherheitskräfte fotografiert hat. Er ist in einer relativ kurzer Zeit straffrei wieder aus Stasi-Untersuchungshaft entlassen worden. Das ist aber der Grund, warum er in Untersuchungshaft gekommen ist. Es ist der Grund dafür, dass wir als Historiker heute eben tatsächlich auf dieses sehr authentische Fotomaterial noch zurückgreifen können, weil Paradoxie der Geschichte in den Stasi-Unterlagenarchiv eben solche Dokumente gegen des politischen Auferstehens überliefert sind. Ja, man sieht ja, das ist kein Profi, der da fotografiert, die emotionale Anspannung, ne, die sieht man den Fotos an, ist nicht ganz scharf, ist ein bisschen verwackelt, aber das gibt diesen Film eine unerhörte Authentizität und Dramatik. Ja, also sehr interessant. Was man an den Niemek-Ereignissen noch sehr schön rekonstruieren kann, sind zwei Punkte, die ich gerne noch ein bisschen detaillierter ausführen möchte. Das eine ist, wenn man sich den Forderungskatalog, den die Streikleitung gemeinsam mit den Aufständischen erarbeitet hat in Niemek, kann man sehr schön exemplarisch sehen, was damals in der DDR die Forderung gewesen ist und dass sich das aus ganz örtlichen Forderungen, allgemeinen Forderungen, eine Mixtur gewesen ist. Dagegen ging es zuallererst um die Freilassung politischer Gefangener. Eigentlich eine Zusage, die der neue Kurs der SED gemacht hatte. Also man nahm die SED beim Wort. Es ging um die Abschaffung des Spitzelsystems aus den Betrieben und in der Gesellschaft. Es ging den Niemeker Streikenden um die Entfernung der SED aus den Betrieben. Die SED war die einzigste Partei in der DDR, die ihre Organisationseinheiten an den Betrieben angesiedelt hatte. Es ging um die Freilassung von Steuerschuldnern und Bauern, die ihren Abgabesoll nicht erfüllt haben. Auch das ganz typische ländliche Forderung. Ne? Bauern, die ihren Abgabesoll nicht erfüllt haben. Das war ein Hebel quasi zur Enteignung, um das etwas zu erklären. Ja. Beziehungsweise um das Abgabesoll zu erpressen. Die Aufhebung der Arbeitsnorm haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Also das war eine ganz maßgebliche Forderung. Senkung der HO-Preise, damit einhergehend Verbesserung der Versorgungssituation. Schutz der Streikenden vor staatlichen Sicherheitskräften. Eine ganz selbstbewusste Forderung von Streikenden, die staatliche Repression gefürchtet haben, sie aber sich dem entziehen wollten. Und dann zwei ganz typische große Forderungen: Rücktritt der Regierung und zweitens freie Wahlen und die deutsche Einheit. Ja, damit ist ja schon fast alles dann gesagt und erledigt. Hat dann aber noch ein paar Jahre gedauert, bis das realisiert werden konnte. Aber auf der Tagesordnung war es. Interessant ist, wir kommen vielleicht noch drauf, dass 89 sich ganz wenige, fast keiner eigentlich auf die 53er-Bewegung bezogen hat. Da gab es dann offenbar einen Riss in den zwei, drei Dekaden dazwischen. Sehr interessant, also sehr alltägliche, aus den Alltagserfahrungen herrührende Forderungen und dann in diesem doch relativ langen Forderungskatalog zum Schluss zugespitzt, doch ziemliche Hammerforderungen, politisch
Forderung nach einem, faktisch einem Systemwechsel, der die DDR zu einem ganz anderen Staat gemacht hätte und letzten Endes dann aufgelöst hätte. Und dann ein letzter Punkt zum Nemecker Beispiel, dann können wir auch schon zum nächsten brandenburgischen Beispiel. Ist eine beispielhafte Biografie eines Untersuchungshäftlings, also eines später durch die Stasi festgenommen, und zwar Karl-Heinz Paling, war seinerzeit ein 26-jähriger Gleisbauer in Nemecker beschäftigt als Gleisbauer. Gehörte damals am 17. Juni zur Streikleitung, die nach Belzig gefahren ist. Paling wird von der Staatssicherheit festgenommen mit der Vermutung, sie hätten in Paling das gefunden, wonach sie laut Auftrag der SED suchen sollten. Nämlich nach einem Vertreter, nach einem faschistischen Vertreter, der eine Provokation aus dem Westen in die DDR hereingetragen hätte. Bei Paling kreuzte sich zu seinem Unglück in seiner Biografie verschiedene Eigenschaften, die dieses Bild des westlich-faschistischen Provokateurs erfüllten. Er ist im November 1944 noch Mitglied der Waffen-SS geworden. Er ist später in US-amerikanische Gefangenschaft geraten und ist erst 1952, also vergleichsweise spät, dann wieder in die DDR zurückgekommen. Und das sind Elemente gewesen, die die Stasi in ihrem Denken zusammengesetzt hat. Ein Vertreter des Nationalsozialismus, ein Faschist, der über den Westen in die DDR gekommen ist und dann 1953 zur Streikleitung, also zu den führenden Akteuren gehört. Für Paling hat das bedeutet, dass er eine ziemlich strenge Strafe bekommen hat. Es ist eine der ganz wenigen harten Gefängnisstrafen gewesen, die Paling bekommen hat, damals im Bezirk Potsdam. Er ist nämlich zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt worden, hat von diesen 10 Jahren Zuchthaus dann 7 Jahre in der Strafvollzugsanstalt in Brandenburg-Görden absitzen müssen. 1991 ist Paling dann, also nach der Friedlichen Revolution und der Deutschen Wende, ist Paling dann durch ein Potsdamer Gericht rehabilitiert worden für das, was ihm damals zugesprochen worden ist. Vorgeworfen worden war. Wir kommen zu einem anderen Hotspot, zu einem anderen Ereignis, was durchaus auch bekannt war, der Marsch der Hennigsdorfer nach Berlin. Also das muss man vielleicht noch mal ganz genau erklären. Hennigsdorf liegt nordwestlich von Berlin, also eigentlich eher über West-Berlin als über Ost-Berlin. Und die Hennigsdorfer, die marschierten also vom Osten durch den Westen, also den französischen Sektor damals wieder in den Osten. Und dann mussten sie auch bald wieder zurück, weil da dann schon die sowjetischen Panzer am Werken waren. Wir haben ein tolles Tondokument, was Sie beigebracht haben. Es ist etwa 2 Minuten lang von dem erwähnten Rias, aber es ist so anschaulich, dass wir das hier in voller Länge bringen wollen, unterlegt mit leider Gottes nur einem Foto, was aber sehr aussagekräftig ist, wie ich finde. Also, wir hören jetzt den Rias anno 53 am 17. Juni mit den Hennigsdorfern. Diesen Demonstrationszügen folgen im Laufe des frühen Vormittags auch die Belegschaftsmitglieder der Werke am Rande Berlins. Von Oberschöneweide kommen die Arbeiter der Kabelwerke Oberspree, des Transformatorenwerkes und der Fabrik für Fernmeldewesen. Selbst aus dem sowjetzonalen Schwerpunktbetrieb Stahlwerk Hennigsdorf marschiert die Belegschaft durch den französischen Sektor in den Sowjetsektor, um sich mit ihren Kollegen auf diese überzeugende Weise solidarisch zu erklären. Wir begleiteten diesen Zug. 10.25 Uhr, Müllerstraße, Ecke Swakop-Munderstraße, die Verlängerung der afrikanischen Straße. Der Demonstrationszug kommt heran. Es sagt sich so leicht, da gehen Tausende von Menschen, denen der Regen überhaupt nichts ausmacht. Der strömende Regen, der stellenweise in einen ausgesprochenen Guss übergegangen ist, wo es mit Eimern geschüttet hat, wie der Berliner sagt. Die Männer und Frauen und Mädchen kommen genauso, wie sie heute früh sich in die Arbeitskleidung geworfen haben, mit ihren blauen Anzügen. Ein großer Teil hat die blauen Schutzbrillen noch, so wie sie morgens vor den Feuerkesseln gestanden haben. Wo arbeiten Sie denn? Hennigsdorf, Stade, alles da! Wann fängt denn die Schicht an morgens? 6.10 Uhr. Und was hat er den Anstoß gegeben? Ist der Entschluss heute Morgen gefallen oder gestern schon? Heute früh. Heute früh, nicht. Heute früh? Heute früh, ja. Und was wurde die Arbeit sofort niedergelegt? Sind irgendwelche da geblieben? Nein, niemand. Und was? Beschlossen, das Werk verlassen um 7 Uhr. Und die Kommunisten im Werk, was haben die gemacht? Kopf hängen lassen. Die sind nicht mit, nein?
Hey, die sind, etliche sind mit, haben die versucht, den Zug, aufzuhalten vielleicht? Nee, gar haben nicht. Betriebsräte hatten hier Parteiabzeichen mit einmal abgeknüpft von der Jacke. Nee, wie viele Mann werden denn das sein ungefähr? Ja, alles mit 12.000 Mann. Die sind alle mit? LEW und der Stahlarbeitsweise. Die sind alle mit jetzt im Zug? Alle geschlossen, ja. Außer hat sich nochmal angeschlossen jetzt Felten, nicht wahr? Mehr großen Betriebe von Felten. Das war höchste Zeit gewesen, nee, war. Und mit Freunden machen wir diesen Weg. Es ist 15 Minuten nach 11. Die Spitze des Zuges hat die Sektorengrenze an der Chausseestraße erreicht. Ja, die Hennigsdorfer kamen in Ostberlin jedenfalls gar nicht mehr so ganz richtig zum Einsatz, weil die sowjetischen Streitkräfte gegen Mittag des 17. schon die Regie übernahmen. Wir haben es ja vorhin erwähnt, die DDR-Regierung hatte sich eigentlich geflüchtet zu den sowjetischen Machthabern. Die haben sie auch gehörig verspottet, dass sie im Grunde genommen die Sache nicht in den Griff bekommen haben und haben dann die Sache selber in die Hand genommen. Sogar ein veritabler Marschall, nämlich Herr Sokolow, der schon im Zweiten Weltkrieg eine bedeutende Rolle gespielt hatte, wurde extra von Moskau eingeflogen. Überall zogen Panzer auf, teilweise wurde geschossen, meist über die Köpfe der Protestierenden, aber nicht jedes Mal. Es kam zu Verhaftungen. Und wir hören dazu nochmal für Berlin den Berliner Zeitzeugen Hardy Firl, der hier in einem weiteren Statement erzählt, wie er auf der Frankfurter Allee verhaftet worden ist. Wir haben nur gesehen an der Stralower Allee, dass da Panzer gefahren sind. Aber da sind wir dann nicht mehr hingekommen. Die hatten schon dann die Oberhand wieder gehabt. Ja? Und wie wir am Ostbahnhof kamen, da standen mindestens 10 LKWs und Volkspolizei, keine Staatssicherheit, Volkspolizei. Und die Leute haben uns eingekesselt, auch mit den Hunden. Ja, da hatten sie keine Chance, irgendwie wegzukommen oder wir hätten uns ja wehren können. Da haben sie einfach keine Chance gehabt. Die waren da in einem Kreis, wo da passiert was und da ist schon wieder nichts. Und da haben uns eingekesselt und da mussten wir auf die LKWs alle aufsteigen. Die Frauen und die Männer, alle. Und die Plane, dann sind sie losgefahren, die Planen war hoch. Und da ich Berlin ja kenne, bin ja ein Berliner, habe ich erstmal geguckt, wo die hinfahren. Die haben auch nichts gesagt. Ja, einfach rauf. Und dann sind sie mit uns gefahren nach Berlin-Friedrichsfelde. Und dann, da war dann der Staatssicherheit schon, keine Volkspolizei. Da war die Stasi mit die rote Kokarde oben. Und da musste ich dann absteigen, noch mit 4 Männern, wir waren 5 Mann und ein Ton hat da geherrscht. Also die waren selber also richtig, der Ton, ja, das kann man ja nicht nachmachen, ihr könntet nachmachen. An der Wand stellen, Beine breit, Arme hoch, Gesicht zur Wand. Ja, allein in dem ehemaligen Viehhof in Berlin-Friedrichsfelde, von dem wir hier gerade gehört haben, sind 1139 Personen festgehalten worden. In der gesamten DDR waren es wohl 13.000 bis 15.000, die meistens nach Ende des Ausnahmezustandes, das war der 24., dann glaube ich, wieder freigelassen worden sind. Aber es gab auch Tote. Heute Morgen wurde ihrer auf dem Weddinger Friedhof in der Seestraße gedacht, wo es ein Ehrengrabhain gibt. Wie wäre das denn eigentlich in Brandenburg? Manche Forscher sagen ja, auch wenn das vielleicht ein bisschen merkwürdig klingt, die sowjetischen Besatzungsorgane wären vielleicht sogar eher maßvoll vorgegangen. Jedenfalls hätten sie ein Blutbad verhindern wollen. Wie sehen Sie das von den Brandenburger Ereignissen her? Was man in Brandenburg auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass bis zu dem Augenblick, wo die sowjetischen Sicherheitskräfte, und das sind in der brandenburgischen Fläche, sind das weniger sowjetische Panzer, wie man das von den Bürgern aus Berlin gewohnt oder bekannt ist, sondern das sind Mannschaftswagen mit aufgesessenen Soldaten, zum Teil Maschinengewehre, einfache Gewehre im Anschlag. Bis zu dem Moment, bis die sowjetischen Sicherheitskräfte einrücken in die Ortschaften, dort dass er den Eindruck macht, dass SED und staatliche Verwaltung und auch die ostdeutschen Sicherheitskräfte aus Polizei und Staatssicherheit, dass sie die Kontrolle in den Ortschaften nicht mehr hatten. Also dafür gibt es ganz verschiedene Beispiele. Wir hatten vorhin das Beispiel Brandenburg. Niemeth-Belzig ist ein solches Beispiel,
Auch die Ortschaft Rathenow ist ein solches Beispiel. In Rathenow spitzt sich der Volksaufstand am 17. Juni dergestalt zu, dass eine Demonstration mit mehreren tausend Menschen, 8000 Menschen geben die Quellen an, durch die Stadt zieht. Auch in Rathenow wird ähnlich wie in vielen anderen brandenburgischen Orten werden örtliche Forderungen verknüpft mit allgemeinen politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Forderungen. In Rathenow ein ganz wichtiger Punkt ist, dass der frühere Bürgermeister Paul Schillert, der über seine SPD-Mitgliedschaft in die SED gekommen ist, dann in einem Schauprozess verurteilt wird zu einer Gefängnisstrafe, der sein Amt als Bürgermeister verliert. Dessen Freileistung und Wiedereinsetzung ist in Rathenow eine ganz typische lokale Forderung, die in Rathenow auch verknüpft wird eben mit typischen DDR-Weitenforderungen wie Abschaffung der Normen, Erhöhung, Verbesserung der örtlichen Versorgung. Was in Rathenow ein Stück weit besonders ist, im damaligen Bezirk Potsdam, ist, dass sich der Aufstand dergestalt ins Extreme zuspitzt, dass ein Lynchmob entsteht. Ein Lynchmob, an dem sich Frauen und Männer, wohl eher jüngeren Alters, beteiligen, an dem sich vorher Protestierende, aber auch zufällig hinzugekommene Passanten beteiligen. Dazu haben wir einen Zeitzeugen von damals, der als Jugendlicher quasi neugierig, gar nicht mal unmittelbar als Beteiligter, der Helmut Stein, auf die Demonstration zugeht und beobachtet, wie ein Mann ja, gehetzt wird, gejagt wird. Und diesen O-Ton hören wir uns jetzt mal an. Da hieß es, ja, das ist ein Kommunist, den wir da vor uns hertreiben. Der hat viele Menschen schon verpfiffen. Und der kriegt jetzt, mit dem rechnen wir jetzt ab. Und als ich mich dann näherte, dieser Mensch war schon blutüberströmt. Er lief nicht mehr gerade. Er schleppte sich gerade meines Erachtens nur noch vor sich hin. Und so wie er zögerte, wurde er geschubst, gestoßen, geschlagen. Sie trieben ihn nun in Richtung Havel. Und es wurde auch, den ersäufen wir zum Beispiel. Solche Worte habe ich aufgeschnappt. Ja, soweit unser Zeitzeuge. Das ist eines doch der sehr dramatischen, hässlichen Seiten des 17. Juni, wo es ja, wenn man jetzt von der friedlichen Revolution ausgeht, doch härter zur Sache ging insgesamt als 89, wo es ja nur in Dresden richtig, also damals um die Züge, gewalttätige Auseinandersetzungen gab, jedenfalls seitens der Demonstranten und ansonsten doch es wesentlich ziviler zuging. 8 Jahre nach dem Krieg, wo ja auch viele der Teilnehmer dieses Aufstandes ja sehr gewaltvolle Erlebnisse selber hatten, war offenbar die Hemmschwelle gegenüber gewaltsamen Aktionen doch noch deutlich geringer. Es ist ja nicht der einzige Fall, wo Funktionäre vor allen Dingen auch angegriffen worden sind, die einen Bonbon hatten, also mit dem SED-Emblem oder, wie wir es schon vorhin in dem anderen Beispiel gehört hatten, noch ein FDJ-Hemd anhatten. Die mussten schon irgendwie flitzen, dass es ihnen nicht an den Kragen geht. Sie haben aber auch Bilder jetzt von Rathenow. Man sieht ein bisschen die Volksmenge an der Brücke, die aufgebracht ist. Also zunächst einmal, das ist auch meine Wahrnehmung, dass Gewalt gegen Personen und Gewalt gegen Sachen 1953 ein ganz anderes Ranking hat als 1989. Wir können gerne die Bilder nochmal zeigen, weil die knüpfen genau an diesen Befund an, Gewalt gegen Personen. Man muss zu diesem Lynchmord, der in Rathenow geschehen ist, zum besseren Verständnis wissen, wer die Person gewesen ist, die tatsächlich grausam gelyncht worden ist und dann an schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus gestorben ist. Das war Willi Hagedorn, damals Sicherheitschef in einem Rathenower HO-Kaufhaus. Und Willi Hagedorn war offensichtlich in weiteren Kreisen in der Stadt Rathenow bekannt als jemand, der für die politische Geheimpolizei direkt bzw. indirekt gearbeitet hat und sich selbst damit gerühmt haben soll, eine große Zahl von Menschen sozusagen hinter Gitter gebracht zu haben, dadurch, dass er sie der Geheimpolizei verraten hat. Die Szene, die wir jetzt sehen von dem Bild, ist ein Blick in die damalige Stalinallee in Rathenow und es ist der Blick des Fotografs, der richtet sich über die Straße
auf einen städtischen Schleusenkanal, auf eine Brücke über einen städtischen Schleusenkanal. Im Quellenmaterial kann man die Uhrzeit dieses Fotos entnehmen, dass es ungefähr gegen mittags, also 12 Uhr, aufgenommen worden ist offensichtlich. Und dieses Foto zeigt den Ort, wo dieser Willi Hagedorn, dieser Sicherheitsmann des HO-Kaufhauses, von der Menge gezwungen worden ist, schwer verletzt in den städtischen Kanal zu springen, in der Hoffnung, er würde dort ertrinken. Er hat es dann noch bis ans andere Ufer geschafft. Das ist sozusagen der Ort, wo dieser Lynchmord passiert ist, und es ist auch genau dieser Zeitpunkt, wo dieser Lynchmord passiert ist. Insofern wirklich sehr authentisches Foto, aufgenommen von einem 48-jährigen kaufmännischen Angestellten einer mittelständischen Unternehmerfamilie in Rathenow, der begeisterter Hobbyfotograf von städtischen Persönlichkeiten und Ereignissen gewesen ist. Und er hat auch ein Auto fotografiert, was dann vorbeifletzte. Unseligerweise war das Auto, man kann es schon vermuten, weil es ja doch ein sehr opulentes Auto ist, was damals typisch war für die Staatssicherheit. Er hat unseligerweise die Staatssicherheit, die zum Einsatz fuhr, fotografiert. Mit welchen Folgen? Es ist typisch gewesen, wenn man am 17. Juni so fotografiert hat, dass die staatlichen Sicherheitskräfte gesehen haben. Da gibt es im Bezirk Potsdam mehrere Fälle, dass das zur Inhaftierung durch die Stasi geführt hat. Hier ist es tatsächlich so, dass der damalige Fotograf eigentlich die gegenüberliegende Menschenmenge, die man nur noch schwer erkennen kann, fotografieren wollte. Und just in dem Augenblick, was er nicht wusste, seinerzeit der Dienstwagen der hiesigen Kreisdienststelle in Rathenow mit hauptamtlichen Mitarbeitern der Stadtsicherheit durchs Bild fuhr. Das Ganze führte dazu, dass die Stadtsicherheit nach ihm gefahndet hat, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Da haben wir auch ein Dokument. Das können wir gerne einblenden. Das Ganze hat dann für den 48-jährigen Fotografen zu einer knapp dreiwöchigen Untersuchungshaft geführt. Wie ich finde, sehr schön kann man dem Haftbefehl entnehmen, den Grund der Inhaftierung. Und da ist ausgeführt, anlässlich der Unruhen in Rathenow hat er Aufnahmen gemacht, worunter sich auch solche der sowjetischen Wehrmachtsangehörigen, Zitat, und Fahrzeuge befanden. Es besteht der Verdacht, dass diese Aufnahmen für feindliche Zwecke verwandelt werden sollen. Also die Stadtsicherheit hat dahinter vermutet, dass möglicherweise jemand von westlichen Diensten beauftragt worden ist, Aufstand in Rathenow zu fotodokumentieren und die Sicherheitskräfte bei ihrer Arbeit zu fotodokumentieren. Da war man ja schnell dabei, sozusagen beste Steuerung rein zu projizieren, weil sich die Kommunisten offenbar nicht vorstellen konnten, dass das Volk gegen sie von sich aus einfach protestiert und was sagt, sie gingen immer von der westlichen Steuerung aus. Wir haben auch, glaube ich, ein Foto von russischen Soldaten in Rathenow, wenn wir das vielleicht nochmal einblenden, wohl von demselben Fotografen gemacht. Das ist genau die Szenerie in Rathenow, das ist wohl kurz vor 1 Uhr Mittag, also 12.45 Uhr weisen die Dokumente für dieses Foto aus. Auch die Straßenflucht ist auch wieder die Stalinallee. Am Ende sieht man die Schleusenbrücke, wo der Willi Hagedorn seinerzeit gezwungen worden ist, in den Stadtkanal zu springen. Rechts sieht man das HO-Kaufhaus, wo mutmaßlich Hagedorn als Sicherheitschef gearbeitet hat. Im Vordergrund stehen sowjetische Sicherheitskräfte. Was ich ganz bemerkenswert finde, ist, die Passanten um diese Gruppe der sowjetischen Sicherheitskräfte vermittelt nicht das Gefühl, dass sie in großer Panik sind, sondern das Ganze macht schon wieder einen relativ entspannten gesetzten Eindruck. Wir haben noch ein anderes Foto, auch von russischen Soldaten in Niemek, was atmosphärisch gar nicht mal so unähnlich ist. Es gibt ja nicht viele Fotos, wir haben es ja geschildert, warum. Hier blutjunge Soldaten, die selber ein bisschen vielleicht verunsichert gucken, und die Bevölkerung steht, ja, weiß ich nicht, sicher nicht erfreut, also die werden jetzt nicht mit Jubel empfangen, aber eher so interessiert, abwartend, jedenfalls nicht panisch da. Deswegen nochmal die Frage, wie war denn sozusagen die Art der Repression in Brandenburg? Von Berlin kennt man ja diese Bilder, wo es dann sehr stark zur Sache ging, vor allen Dingen am Potsdamer Platz, wo das alles sehr dramatisch aussah. Das sind ja die Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Wie ist das in Brandenburg vor sich gegangen? Sehr brutal, ist viel geschossen worden, ist viel festgenommen worden. Wie würden Sie das versuchen, auf den Punkt zu bringen?
Also diese Szene, die wir gerade gesehen haben, war ja tatsächlich, als die Niemeyer in Belzig gewesen sind und dann in Belzig die sowjetische Sicherheitskräfte der örtlichen Kommandantur einrückten. Und ich meine, in Gesichtern der Soldaten sieht man schon die Anspannung. Und in Belzig sind auch Warnschüsse gefallen, in Belzig selbst ist niemand verletzt worden. Brandenburg an der Havel als das Zentrum des Aufstands im Bezirk Potsdam. Dort kann man beobachten, dass es vor dem örtlichen Volkspolizeikreisamt, dass es zu regelrechten Schlachten gekommen ist, dass die Feuerwehr dann versucht hat, mit dem Einsatz von Wasser die Protestierenden zu vertreiben, dass aus dem Volkspolizeigebäude Schüsse herausfielen. Dabei ist auch ein Passant schwer am Kopf verletzt worden. Soweit ich das überblicke, ist an Todesopfern tatsächlich Willi Hagedorn, der Sicherheitsmann aus Rathenow, das einzigste Todesopfer im Bezirk Potsdam. Was aber nicht heißt, dass die staatlichen Sicherheitskräfte nicht repressiv vorgegangen wären. In der Zeit nach dem 17. Juni kommt es zu einer Verhaftungswelle. Es ist die Verhaftungswelle in der Geschichte der DDR, auch im Bezirk Potsdam. Allein die Stadtsicherheit nimmt in den folgenden Wochen 241 Personen in Untersuchungshaft und leitet Ermittlungsverfahren ein gegen einen großen Teil. Nicht wenige Personen werden aber auch straffrei wieder entlassen. 150 Personen von 240 Festnahmen werden ohne jeglichen Gerichtsprozess werden wieder entlassen. Die Volkspolizei nimmt aber weitaus mehr Menschen fest im Bezirk Potsdam, nämlich fast 600. Also auch das, diesen Akteur Volkspolizei darf man nicht unterschlagen, wenn man die politische Repression rekonstruieren will im Bezirk Potsdam, wo der Stadtsicherheit eben die besondere Funktion zukam, dass sie das, was die SED-Parteiführung und auch die DDR-Regierung in den Tagen nach dem 17. Juni ausgegeben hatten, dass eben westliche faschistische Provokateure verantwortlich wären für die Proteste in der DDR. Die Aufgabe, diese ausfindig zu machen und diese auch zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit oder zur Präsentation der Öffentlichkeit als personelle Beweise für diese These. Diese Aufgabe fiel der Stadtsicherheit zu und das ist sicherlich das Besondere der Tätigkeit der Stadtsicherheit nach dem 17. Juni 1953. Also die These vom faschistischen Putsch ist ja wohl von den sowjetischen Autoritäten ausgegangen, die dieses Geschehen vielleicht auch nicht ganz in der Komplexität verstehend im ersten Moment eher so als eine Wiedergeburt des alten Regimes interpretiert haben, vor dem sie ja Angst hatten, weil sie da von den Nazis überfallen worden waren und haben das sehr plakativ so abqualifiziert. Ich weiß auch von sowjetischen Soldaten, die daran beteiligt waren, an der Niederschlagung des Aufstandes. Ich habe in Russland mal welche kennengelernt, die Panzer gefahren sind in Halle, die mir erzählt haben, man hat ihnen gesagt, die Faschisten erheben wieder das Haupt und dann haben die keine Fragen mehr gestellt. Das wirkte für sie sehr überzeugend. Die hatten teilweise selber unter dem Krieg gelitten. Ihre Häuser sind kaputt gemacht worden, ihre Familien sind teilweise nicht mehr wiedergekommen aus dem Krieg und getötet worden. Sie selber hatten Kriegserlebnisse gehabt, die Älteren zumindest. Also für die russischen Soldaten war das auch sozusagen der Mobilisierungsfaktor und das hat man offenbar auf eine sehr platte Art gemacht. Wir sind ja nun in der, in Anführungszeichen, glücklichen Lage, dass wir diese Verfolgungsversuche der Stasi, wo sie dann versucht haben, diese These quasi zu verifizieren, das ist von außen gesteuert, ein faschistischer Putsch. Wie endeten denn eigentlich diese Recherchen? Sind sie fündig geworden? Wir haben ja schon an Palich gehört, dem Niemecker Volkstribun, dass die Indizien relativ dürftig war und die Fantasie der Stasi-Leute eher größer. Allein der Fakt, dass von 240, 41 Festgenommenen die Stasi innerhalb weniger Tage, innerhalb weniger Wochen 150 Personen, also mehr als die Hälfte, wieder freilässt. Das hat nicht nur Kapazitätsgründe. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Untersuchungshaftanstalt in Potsdam, das Gebäude, das wir am Anfang gesehen haben, dass das heillos überbelegt ist. Die Untersuchungshaftanstalt hat eine Kapazität von etwas weniger als 100 Plätzen und wir sprechen von 240 Festnahmen in kürzester Zeit, zusätzlich zum normalen Tagesgeschäft der Stasi damals. Also allein der Punkt, dass mehr als die Hälfte der Festgenommenen wieder freigelassen werden müssen, weil die Stasi gegen sie ihre Vorwürfe nicht belasten kann, weil es die
Vorhalte nicht mehr so stichfest sind, so konkret, dass es überhaupt zu Gerichtsverfahren kommt, sondern die werden einfach entlassen. Allein das ist, finde ich, ein ganz starkes Argument, dass diese These in der Fläche vom faschistischen Putsch aus Westdeutschland nicht gehalten werden kann. Und das zeigen ja auch die zentralen Berichte, dass Wollweber, der Staatssekretär für Staatssicherheit, dann im Herbst 1953 in internen Dienstbesprechungen eingestehen muss, wir können den Auftrag, den uns die Partei erteilt hat, nachzuweisen, dass es sich um einen faschistischen Putsch aus dem Westen handelt. Diesen Nachweis können wir bis jetzt nicht antreten. Das hätte man mal veröffentlichen sollen damals. Das wäre interessant gewesen. Man kann natürlich nicht bestreiten, wir wissen ja heute, dass es auch Altnazis in der DDR gab, eigentlich die ganze Zeit in der DDR über auch Nazis gegeben hat, trotz anderen Bekundungen der Staatsspitze. Es wäre auch verwunderlich gewesen, wenn das 8 Jahre nach dem Krieg nicht so gewesen wäre. Es gibt auch Orte, wo, ich glaube, das Horst-Wessel-Lied gesungen worden ist, sozusagen eine Nationalhymne der SA. Also insofern gab es solche Phänomene, aber sie sind vollkommen überdreht worden in der Propaganda der SED, um sich eigentlich zu exkulpieren, weil sie selber nicht wahrhaben wollten, das, was der Brecht ja mal so nett aufgeschrieben hat, dass das Volk eben mit der Regierung unzufrieden war und er dann ironischerweise die Regierung aufgefordert hat, sich doch ein neues Volk zu wählen. Das wollte man sich so nicht eingestehen in der SED. Und hat das, was Herr Wollweber wusste, dann eben nicht zum Maßstab der weiteren Arbeit gemacht. Wenn wir nochmal zurückkommen am Ende, Vergleich 89-53. Ich meine es ganz banal, die einen waren erfolgreich, die anderen sind ganz böse, wie wir gerade eben gehört haben, niedergewalzt worden, manche im wahrsten Sinne des Wortes. Wie war es mit den anderen Forderungen über Demokratie, freie Wahlen? Haben wir schon geredet. Wie sah es aus mit der deutschen Einheit? Ich würde über Ihre Aussagen nicht ohne weiteres hinweggehen wollen, dass der Aufstand erfolglos gewesen ist und die friedliche Revolution erfolgreich. Wenn man sich betrachtet, was die ursprünglichen Forderungen gewesen sind, also Aufstand 1953, Sturz der SED-Herrschaft, freie Wahlen, deutsche Einheit. Und man sich die Entwicklung der folgenden Tage anguckt, kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass ganz offensichtlich diese Forderungen nicht erfolgreich umgesetzt wurden. Wenn wir uns an den Anfang der friedlichen Revolution 1989 hineindenken, vielleicht sogar noch ein Stück weit zurückgehen, in das Frühjahr 1989, Kommunalwahlen, der Sommer, Anwachsen der Ausreisewelle, im Spätsommer Gründung der neuen politischen Gruppierung, das neue Forum, die SDP, die Wiedergründung der Sozialdemokratie in der DDR, demokratischer Aufbruch. Wenn man sich die programmatischen Forderungen dieser neuen politischen Gruppierung anschaut, glaube ich, kann man nicht zweifelsohne sagen, die friedliche Revolution wäre erfolgreich gewesen, gemessen an ihren ursprünglichen Ansprüchen. Also Reform des Sozialismus in der DDR. Das ist ein Ziel gewesen, das die friedlichen Revolutionäre tatsächlich nicht erreicht haben. Und zwar deshalb, weil die friedliche Revolution, wenn man so möchte, einen lärmenden Charakter, einen wechselnden Charakter angenommen hat. Und das scheint mir erstmal ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Wenn man sich den Zeitverlauf anschaut, also der Volksaufstand 53 konzentriert sich massiv auf ganz wenige Tage, wenn man so möchte, auf eine Woche, auf 7 Tage. Stefan Heim hat dieses wunderbare Buch 5 Tage im Juni geschrieben, dass es eigentlich die Ereignisse besser trifft, als wenn man sagt, der Volksaufstand vom 17. Juni. Bei der friedlichen Revolution erleben wir einen viel längeren historischen Prozess, der zunächst reformerische und später dann sehr revolutionäre Elemente in sich trägt, das Ganze aber über Monate hinweg sich entwickelt. Und insgesamt sind die Ereignisse 1953 viel radikaler, viel extremer gewesen. Aber kann es nicht auch sein, dass im Grunde genommen, auch wenn über 53 1989 nicht oft die Rede war, 53 nachgewirkt hat, dass man eben nicht mit radikalen Forderungen gleich rausgekommen ist, sondern eher mit vorsichtigen Forderungen, schrittweise, mit kleinen Schritten versucht hat, also reformerisch, wie Sie das gesagt haben, das System anzugreifen, weil man wusste, wenn man es zu frontal macht, also mir hat das mal jemand gesagt, der 53 miterlebt hat, wenn wir zu frontal gegen den Staat vorgehen, dann riskieren wir, dass wir uns wieder eine blutige Nase holen wie 53. Wir müssen es diesmal anders machen,
ohne Gewalt und mit kleinen Schritten, also eher reformerisch. Dass das vielleicht auch eine taktische Lehre aus 1953 war, wie man 1989 vorgegangen ist. Dieses Argument greift dann, wenn man es auf Akteure bezieht, die 1953 tatsächlich miterlebt. Durch die Ereignisse 1953 politisiert, sozialisiert worden sind, deren Handeln geprägt worden ist durch die Erfahrung der Niederwalzung eines Aufstandes durch sowjetische Panzer in der DDR. Wenn man sich aber die Akteure anschaut, die 1989 maßgeblich gewesen sind in der DDR, und ich spreche von der Frühphase der friedlichen Revolution, glaube ich, dass die Akteure durch andere Ereignisse, wie beispielsweise den Prager Frühling 1968, die Ausbürgerung von Wolfgang Biermann, die Ruhigstellung von Robert Havemann, dass das möglicherweise sehr viel stärker prägende Erfahrungen gewesen sind als 1953. Ganz einfach, weil sie zu jung gewesen sind, um 1953 selbst bewusst erlebt zu haben. Was ich merke schon, also meine an sich harmlose Frage, ein paar Merkmale und Unterschiede zwischen 1953 und 1989 herauszuarbeiten, führt jetzt in fast eine Grundsatzdiskussion, jedenfalls in ein vollkommen neues Thema, was sicher spannend wäre, ein anderes Mal zu diskutieren. Ich würde sagen, wir lassen es dabei, auch mit den bestimmten offenen Punkten. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Stude, dass Sie bei uns waren und Impressionen sowohl visuell als auch akustisch und im Bild aus Brandenburg mitgebracht haben und das unterfüttert haben mit Ihrem profunden Wissen. Wir werden uns jetzt rausschleichen aus unserem Stream mit weiteren Aufnahmen vom Tage, hier vom ehemaligen Haus der Ministerien, heute Bundesfinanzamt, wo eine Gedenkveranstaltung stattgefunden hat und dann auch eine Erinnerung an die Potsdamer Gedenkveranstaltung und an das Holzkreuz, mit dem wir angefangen haben, unseren Stream. Ich verabschiede mich schon von Ihnen. Unser nächster Stream ist am 24.06. Da geht es nochmal ums Stasi-Gelände. Es würde uns freuen, wenn Sie wieder dabei wären.